Ja, schönen guten Tag. Ich werde heute zu vier Punkten etwas sagen. Erstens natürlich die Eurokrise, zweitens die NSU-Aktenvernichtung, drittens Syrien und viertens dann noch die Auslandsansätze des Herrn de Maizière. Zur Eurokrise möchte ich eine Sache vorweg noch mal ganz klarstellen. Wir, die Linke, wollen mehr Europa. Wir wollen, dass Europa mehr zusammenwächst. Dazu gehört aber auch ein demokratisches und ein sozialeres Europa. Wenn Europa zusammenfällt und zusammenwächst, dann müssen natürlich künftig auch Entscheidungen von Berlin nach Brüssel übertragen werden. Das finde ich völlig richtig. Das geht aus meiner Sicht aber erst dann, wenn in Brüssel nicht irgendwelche Gouverneure oder Bürokraten oder Banker entscheiden, sondern wenn Europa und die europäischen Institutionen demokratischer werden, als sie es heute sind. Und die zweite Voraussetzung ist natürlich, dass Europa sozialer wird. Wir fordern als Linke einen Sozialpakt für Europa, in dem die ganzen Krisenlasten eben nicht auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, auf die Rentner und Rentnerinnen abgewälzt werden, sondern die zur Verantwortung gezogen werden, die von der Krise profitiert haben. Unter diesen beiden Bedingungen sind wir auf jeden Fall für mehr Europa und am Ende dann natürlich auch für Volksentscheide in Europa und in Deutschland, um über ein immer stärkeres Zusammenwachsen Europas zu entscheiden. Zum Fiskalpakt möchte ich eine Sache sagen. Der Fiskalpakt ist asozial. Der Fiskalpakt versucht, die gesamten Krisenlasten auf die ärmeren Schichten der Bevölkerung zu übertragen. Er macht im Grunde genommen genau das, was in Deutschland Rot-Grün vor 10 Jahren mit der Agenda 2010 gemacht hat. Das soll jetzt mit dem Fiskalpakt auf ganz Europa übertragen werden, dass an den Sozialleistungen, an den Renten, an den Löhnen gekürzt wird. Das lehnen wir ab. Deswegen haben wir auch geklagt gegen den Fiskalpakt, genauso wie gegen den ESM. Und eine Frage ist ja noch völlig offen. Wie wird sich der Fiskalpakt eigentlich in Deutschland auswirken? Die Bundesregierung schweigt im Moment dazu und wenn man in den Fiskalpakt hinein sieht, sieht man zum Beispiel die Regelung, dass all die Schulden, die über dem Maastricht-Kriterium von 60% liegen, dass die jedes Jahr mit 20stel abgebaut werden müssen. Wenn man das auf Deutschland umrechnet, heißt das, jedes Jahr ab 2013 müssen über 27 Milliarden Euro eingespart werden. Die Bundesregierung sagt bis heute kein Wort dazu, wo das Geld herkommen soll. Wir befürchten, dass es weiter an die Sozialleistung geht. Wir befürchten möglicherweise auch, dass Sie das über eine Mehrwertsteuer wieder reinholen wollen. Eben auch wieder Belastung der breiten Schichten der Bevölkerung. Wir sagen, das Geld kann kommen durch eine Millionärsteuer. Wir wollen die Leute, die Reichen und die Superreichen heranziehen, die bislang von diesem System profitiert haben. Und nur eine Erhöhung der Einnahmenseite bei den Reichen und Superreichen kann aus unserer Sicht tatsächlich diese Krisenkosten gerecht verteilen. Kommen wir zur NSU. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist heute zurückgetreten. Das nehme ich erstmal so zur Kenntnis. Ob das ein Bauernopfer ist oder nicht, werden wir sehen in den nächsten Tagen. Was aber nichts daran ändert, dass Herr Fromm diese Woche vor den Untersuchungsausschuss aussagen muss. Wir wollen komplette Aufklärung über den Sumpf, den es zwischen der rechten Szene und dem Verfassungsschutz offensichtlich gegeben hat. Und Herr Fromm muss auch nach seinem Rücktritt als Zeuge dort auftreten. Ich muss sagen, das, was ich in diesen Tagen erlebe, gerade die Aktenvernichtung, ist für mich ein weiteres gutes Argument dafür, den Verfassungsschutz, diesen Inlandsgeheimdienst ganz abzuschaffen. Denn es gibt ja praktisch keine Kontrolle mehr. Wir wissen schon lange, dass es eine demokratische Kontrolle durch das Parlament nicht gibt. Das parlamentarische Kontrollgremium ist ein Witz, das kann den Inlandsgeheimdienst nicht kontrollieren. Und jetzt wissen wir, dass in dem Moment, wo die Bundesanwaltschaft Akten haben möchte, diese Akten dann auch noch vernichtet werden vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Wer soll denn dann dieses Amt noch kontrollieren? Deswegen aus meiner Sicht Abschaffung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Zu Syrien möchte ich sagen, als allererstes, die türkische Regierung spielt mit dem Feuer. Der Aufmarsch der türkischen Truppen an der syrischen Grenze hat das Potenzial, wirklich den Funken für eine richtig große Ausweitung des Konfliktes zu geben. Ich fordere die Bundesregierung auf, scharf öffentlich diesen Aufmarsch der türkischen Militärs an der syrischen Grenze zu kritisieren, denn das kann so nicht sein, dass plötzlich der Bürgerkrieg sich auch noch auf die anliegenden Länder ausweitet. Es ist eine Tatsache, so traurig sie ist, dass Syrien immer weiter in einen Bürgerkrieg rutscht. Wir kritisieren darin beide Seiten, sowohl das Assad-Regime als auch die bewaffneten Rebellen. Ich finde es sehr traurig, dass im Moment diese beiden Seiten, die aufeinander schießen, das internationale Bild bestimmen. Was völlig in den Hintergrund fällt, ist, dass es bis heute täglich friedliche Demonstrationen in Syrien für ein demokratisches Syrien gibt. Diese Menschen, die für mehr Demokratie und für ein sozialeres Syrien kämpfen, die unterstützen wir, mit denen sind wir solidarisch. Die Verhandlungen in Genf, die jetzt am Wochenende stattgefunden haben,
Das waren keine Friedensverhandlungen. Ich glaube, da gab es auch bei einigen wirklich Irritationen oder Missverständnisse. Denn die beteiligten Seiten, die gerade aufeinander schießen, waren dort nicht vertreten. Es war aus meiner Sicht der Versuch der internationalen Gemeinschaft, eine Jemen-Lösung, wie es so heißt, für den Syrien zu entwickeln. Das heißt, Austausch an der Spitze, aber ansonsten bleiben altes Regime und Oppositionsbewegungen gemeinsam in einer neuen Regierung. Herausgekommen ist leider nur eine kleine Jemen-Lösung. Es wurde nicht mal klar gesagt, ob Assad daran teilnehmen darf oder nicht an einer solchen Lösung. Und aus meiner Sicht, solange die Beteiligten, also sowohl das Assad-Regime als auch die bewaffneten Rebellen, nicht mit am Tisch sitzen, ist es im Moment nicht von viel Optimismus geprägt, muss ich mal so ganz vorsichtig sagen. Was kann Deutschland jetzt tun? Meine erste Forderung an die Bundesregierung ist, dass sie dafür Sorge trägt, dass weniger Waffen, weniger Munition in das Land hineinkommt. Da kritisiere ich Russland, die nach wie vor Syrien, das Assad-Regime mit Waffen aufrüstet. Da kritisiere ich aber auch die Golfstaaten, die jetzt an die Rebellen Waffen und Munition liefern. Und ich finde, die Bundesregierung müsste ganz klar und öffentlich erklären, dass ein Land, das jetzt an welcher Seite auch immer in Syrien Waffen und Munition liefert, künftig keine Rüstungsgüter mehr aus Deutschland bekommt. Das könnte vielleicht ein Beitrag dazu sein, die militärische Eskalation einzudämmen. Gut, komme ich zum letzten Punkt, die Auslandseinsätze des Herrn de Maizière. Herr de Maizière hat ja in einem Interview erklärt, es darf weltweit keine Region mehr geben, in der die Bundeswehr nicht möglicherweise eingesetzt werden darf. Ich finde, an einem Punkt hat Herr de Maizière recht. Es darf keine Tabus bei Auslandseinsätzen geben. Sie müssen alle sofort aufhören, ohne Ausnahme. An einem Punkt hat er aber auch Unrecht. Herr de Maizière behauptete in seinem Interview, es interessiert sich in Deutschland keiner dafür, sowohl die Befürwortung von Auslandseinsätzen als auch die Ablehnung ist sehr niedrig. Und das ist schlichtweg falsch. Wir wissen, dass alle Zahlen zeigen, eine Mehrheit der Deutschen lehnt die Auslandseinsätze ab, wir auch. Wir wollen überhaupt keine Bundeswehr mehr im Ausland. Gut, ich denke, damit höre ich auf und bin offen für Ihre Fragen.